Er trat in die Höhle, warf erst einen vorsichtigen Blick hinein und dann... Er kam nicht weit. Mit lautlosen Schritten trat Latour an ihn heran und... Nun aber fort! Rasch, rasch! Mit einigen Schritten verließen sie die für sie so verhängnisvolle Höhle. Dem Bach folgend kamen sie nach einiger Zeit zu einer Stelle, wo das Ufer sich von Pferdehufen zertreten zeigte, obgleich mitten aus den Hufspuren die Stämme eines dichten Buschwerks aus der Erde traten. Eine nähere Untersuchung des Buschwerkes zeigte ihnen, dass dieses eine Art Pforte bildete und nur künstlich eingesetzt sei. Es wich ihren Händen und nun zeigte sich ein schmaler Weg, der zu einer kleinen grasbewachsenen Lichtung führte, auf der sich die Pferde der Jäger befanden. Sie verloren nicht die mindeste Zeit, saßen schnell auf und setzten nun wohlberitten ihren Weg fort. Latour sorgte jetzt doppelt für seine Sicherheit. Er hatte nicht nur sein Leben zu retten, sondern auch den Reichtum zu bewahren, zu dem er so plötzlich gekommen war. Und zudem erfüllte ihn der Gedanke, Clairon zu ereilen mit einer Energie, die ihn zu den äußersten Anstrengungen befähigte, den Trappern zu entkommen, die ihm jedenfalls nachgejagt kamen, sobald sie seine Flucht entdeckten.